Starten wir los in die Sentiment-Analyse. Was erwartet uns heute? Ich habe das so ein bisschen in vier Blöcke aufgeteilt. Oder Blöcke, das kann man bei so einem kurzen Zeitraum ja gar nicht sagen, in vier Abschnitte. Erstmal geht es um ein paar Grundlagen zur Twitter-Analyse. Einfach weil die Sentiment-Analyse MaxQDA derzeit auf die Twitter-Funktion beschränkt ist. Dann gehen wir ins, da werde ich Ihnen ganz kurz das nur erklären, dass Sie einfach mal gehört haben, wie das funktioniert. Dann gehen wir weiter zur Sentiment-Analyse im Speziellen, wo ich Ihnen vorführen werde, wie die funktionieren und wie die abläuft. Und da zeige ich Ihnen das auch gleich live mit Live-Daten, die wir uns von Twitter runterziehen werden von heute. Falls irgendwie die Twitter-Schnittstelle ein Problem haben sollte, habe ich auch schon Daten sicherheitshalber für Sie vorbereitet. Aber ich möchte das gerne so live wie möglich machen. Dann zum Abschluss, zum dritten Teil, kommen wir zu den Möglichkeiten und Grenzen, wo ich Ihnen ein bisschen sage, was können Sie damit machen, was können Sie nicht damit machen, was sollten Sie damit machen, was ist eher unangemessen. Und zum Schluss haben wir ein bisschen Diskussion, da können Sie gerne Fragen stellen und da werde ich dann auch noch auf Ihre Fragen im Chat eingehen. Ja, die Analyse von Twitter-Daten grundsätzlich im MaxQDA, wenn Sie es schon mal versucht haben, Sie wissen, da kann man verschiedene Möglichkeiten hat man da der Analyse. Häufige Fragen sind da zum Beispiel, welche Benutzer oder Benutzergruppen haben jetzt zu welcher Uhrzeit hier getweetet oder waren aktiv? Wie haben andere User darauf reagiert? Welche Wörter wurden denn jetzt häufig verwendet? Also man kann sich Worthäufigkeiten von Tweets recht leicht ansehen. Welche Reichweite haben da einzelne User oder Postings und welche Inhalte wurden denn in diesen Tweets eigentlich besprochen? Das ist immer das, was uns als qualitative Forscher und Forscherinnen ja am meisten interessiert. Also was steht denn da jetzt tatsächlich drin? Wie unterscheidet sich das inhaltlich? Wenn Sie jetzt nur Tweet-Häufigkeiten haben wollen und nur wissen möchten, wie viele Tweets gab es zu dem Thema, da gibt es Unmengen an Tools, die Web-Tool, da geben Sie mal einen Hashtag ein und dann sehen Sie schon, wie viele tausend dazu kamen. Das wäre ja, das würde sagen wir mal so, das Potenzial von MaxQDA in der Hinsicht nicht ausnutzen, sondern wir wollen, uns interessieren ja die Inhalte als qualitative Datenanalysten. Ja, vorweg, um unsere Twitter-Daten erstmal zu analysieren, müssen wir die erstmal in MaxQDA reinkriegen. Und das ist sozusagen auch ein bisschen das Nadelöhr an der ganzen Sache. Sobald Sie es in MaxQDA haben, läuft alles wunderbar. Sie haben auch eine sehr schöne Importmöglichkeit. Sie sehen hier diesen Import-Screen. Sie können da die jeweiligen Worte eintippen, also Suchwörter. Sie können auch einen Hashtag eingeben. Oder von einem bestimmten Account etwas importieren. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Häufig werden Sie sich entweder für einen Hashtag interessieren oder für einen spezifischen Account. Das ist so das Typische, weil Sie mit reinen Suchworten Unmengen finden werden. Also wenn Sie das Suchwort Donald Trump eingeben, werden Sie unendlich viele Tweets finden. Auch wenn Sie den Hashtag Donald Trump eingeben, werden Sie unendlich viele Tweets finden. Aber Sie können wesentlich fokussierter arbeiten mit Hashtags und Tweets Accountnamen, insbesondere wenn Sie spezifische Ereignisse oder spezifische Accounts analysieren möchten. Also Ereignisse, die dann eben häufig auch mit einem Hashtag verknüpft sind. Die wirklich einzige Limitierung, die man in dieser Hinsicht wirklich bedenken muss, ist, dass die Tweets, die dabei importiert werden, maximal eine Woche alt sein dürfen. Und das ist jetzt nichts, was sich MaxQDA überlegt hat, um Sie ein bisschen zu ärgern, sondern das ist etwas, das von Twitter, von der Twitter-API, von der Twitter-Schnittstelle kommt, weil Sie wissen ja oder Sie vermuten es zumindest, all diese sozialen Plattformen verdienen ihr Geld mit Daten in einer gewissen Art und Weise und deswegen stellen die da auch keine kostenlose Schnittstelle zur Verfügung, mit der Sie das erste Jahr von Trumps Präsidentschaft analysieren können, weil ja, da möchten die natürlich dann gerne zur Kasse bitten. Sie können sich da bei Twitter prinzipiell Zugänge dazu kaufen, aber das ist dann immer schwieriger, da muss man erstmal kontaktieren, da muss man das kriegen. Zum Teil gibt es Möglichkeiten, dass man mit Forschungsabsichten da günstiger rankommt, aber selbst dann ist es so, dass sie dann eben diese Files bekommen und dann müssten sie sie wahrscheinlich als Tabellen importieren. Das heißt, die Twitter-Analyse-Funktion, so wie sie jetzt ist,
ist vor allem dafür, und dafür liebe ich sie auch, nützlich, Dinge zu analysieren, die live passieren. Und wenn Sie sich eine Forschungsfrage stellen und sagen, naja, ich möchte jetzt vielleicht nicht was, was unmittelbar live ist, sondern ich möchte über einen längeren Zeitraum ein Phänomen online verfolgen, dann müssen Sie zusehen, dass Sie einfach einmal pro Woche dazu Daten importieren. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, gerade jetzt ist was heiß und neu. Ich habe mir das zum Beispiel damals überlegt, als das Coronavirus, der Ausbruch begann. Ich habe mir gesagt, ich ziehe mir jetzt mal einfach alle Covid-19-Hashtags runter. Das ist ein Riesenereignis, und das mache ich jetzt jeden Tag und in 2 Wochen ist die Sache eh vorbei. Ja, mittlerweile habe ich das aufgegeben, weil die ganze Sache doch ein bisschen länger gedauert und der Umfang dieser Daten war dann jenseits dessen, was man sinnvoll als qualitativer Forscher handhaben kann. Das können Sie sich sehen. Aber wenn Sie jetzt sagen, es gibt irgendein kleineres Ereignis oder es gibt einen Account, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt wieder das leidige Thema, Sie haben irgendwie, Trump erhält irgendeine Beschuldigung und Sie sagen, ah, das ist jetzt gerade passiert, dann ziehen Sie sich alle Accounts von ihm runter und verfolgen mal, wie er darauf reagiert hat in den letzten 2, 3 Wochen. Also das ist nur so ein mittlerweile schon ein bisschen veraltetes Beispiel, aber Sie können live reagieren. Und was ich selbst sehr liebe ist, wenn ich bei einer Konferenz bin und es gibt einen Konferenz-Hashtag, dann können Sie das einfach alles runterziehen, was denn da in dieser meistens eine Woche der Konferenz passiert ist. Und ich mache das eigentlich bei fast jeder Konferenz, bei der ich persönlich auftrete. Am Ende der Woche mache ich eine Quick and Dirty Twitter-Analyse und schau mal, wer hat am meisten getweetet und wer hat was getweetet. Und das ist sehr, sehr schön. Aber eben diese Begrenzung von einer Woche, das müssen Sie bedenken, das liegt an Twitter. Aber jetzt genug von den Grenzen. Wir wollen mal ganz kurz, können Sie mit der Twitter-Analyse im Prinzip machen? Also Sie können filtern natürlich, Sie können Tweets filtern, basierend auf verschiedenen Kriterien. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal live. Sie können Häufigkeitstabellen erzeugen, Diagramme basierend auf den Metadaten. Also Sie können sich dann einfach so einen Barchart ausgeben lassen, wie hier mit den häufigsten Hashtags oder häufigsten Autoren. Und Sie können sich Wordwalking erzeugen lassen. Da sehen Sie da unten meinen Twitter-Vogel und können Sie nämlich sogar eine spezifische Form geben. Da freut man sich auch immer drüber. Der Vogel hat übrigens auch einen Sinn. Das sind alles Wörter mit Stoppliste, sollte glaube ich auch schon dabei sein, zum Thema PhD Live. Und das ist auch das Beispiel, was wir uns jetzt ansehen werden. Genau, wir gehen mal ganz kurz rein. Wir müssen ohnehin unsere Daten importieren. Und wir fangen einfach mal an. Wir rufen MaxQDA auf. Das dauert jetzt ganz kurz, noch eine Sekunde. Und dann importieren wir die Daten. Wir fangen jetzt einfach mal bei 0 an, nur damit Sie mal sehen. Und das finde ich schon auch eine Stärke, wie extrem schnell man hier zu Daten kommt. Und wie extrem schnell man auch zumindest einen groben quantitativen Einblick mal hat. Der dann aber, und das ist immer mein Argument, dazu führen sollte, dass man sich weiter qualitativ mit den Daten auseinandersetzt. Weil die rein quantitative Auswertung, ja, wie gesagt, dafür, man verschenkt viel Potenzial, sagen wir mal so. So, während meinem Filler hat das jetzt auch schon gestartet. Wir machen mal kurz ein neues Projekt, legen das mal an, gehen mal ganz kurz hier auf Twitter, Sentiment Analyse. Tipp von einem erfahrenen User: Legen Sie es am besten immer lokal ab. Wenn Sie nämlich Synchronisationsprobleme mit der Cloud haben oder Ihre Netzwerkverbindung zu Ihrem Netzwerklaufwerk weg ist, dann riskieren Sie dabei nichts, wenn Sie das Ganze lokal liegen haben. Gut, wir sehen jetzt zuerst mal, dass ich das noch auf Englisch eingestellt habe, weil ich immer so viel auf Englisch mache. Ich wechsle mal ganz kurz auf Deutsch. Und das ist gleich zurück. Und dann importieren wir die Daten. Sprache ist schon auch ein wichtiges Thema. Die Sentiment-Analyse funktioniert derzeit nur für englischsprachige Texte und für englischsprachige Tweets. Das hat einfach mit dem Wörterbuch, das da im Hintergrund steht, zu tun. Also ich selbst habe da keine Einblicke, kann Ihnen das nicht verbindlich sagen, aber es erscheint mir sehr naheliegend, dass MaxQDA hier in Zukunft noch andere Sprachen unterstützen dürfte. Gut, jetzt sind wir auf der deutschen Oberfläche. Wir starten bei Import, weil das Erste, was wir tun wollen, ist Import, und wir importieren jetzt mal Daten. Hierfür müssen Sie sich zuerst mit einem Twitter-Account verknüpfen. Das sollte üblicherweise kein Problem darstellen, falls Sie nicht ohnehin, so wie ich hier, akademisch netzwerken über Twitter, können Sie sich einfach einen kostenlosen Account erstellen. Sie müssen einmal autorisieren drücken. Das fragt er Sie übrigens bei jedem Import, also
Twitter speichert das nicht permanent, aber sie machen den Import ja meistens eh am Beginn der Forschung. Gut, dann sind wir jetzt verbunden als Andreas W. Müller, das bin ich. Und jetzt müssen wir kurz bestätigen, dass wir damit keine Werbung treiben und keinen anderen Schabernack. Wir können hier dann einstellen, die verschiedenen Optionen, nach welchen Wörtern, nach welchen Hashtags, wie er ihn erwähnt hat. Wir machen es uns jetzt einfach und sagen, wir nehmen den Hashtag PhDLife. Das ist, falls Sie nicht kennen, ein Hashtag, unter dem viele Doktoratsstudierende auf der ganzen Welt über ihren Fortschritt und ihre Arbeit während der Dissertation, ich will jetzt nicht sagen klagen, aber sagen wir mal berichten. Und das ist sehr interessant, gerade für so eine Übung, weil man dabei dann, da kann man leicht mit Sentiments arbeiten, weil was ist jetzt Ihr Sentiment? Ja, zu einem Fußballspiel könnten Sie auch ein Sentiment machen, aber das ist ein sehr, sehr griffiges Beispiel und auch meistens für die Zielgruppe sehr gut nachvollziehbar. Also ich kann mich mit PhDLife auch identifizieren. Ja, wir wählen mal kurz die Sprache aus. Wir nehmen nämlich nur englische Tweets, da wir Sentiment-Analyse machen wollen. Wir sehen hier, dass wir nur eben diesen Zeitraum haben und wir wollen keine Retweets, die brauchen wir nicht, das sind im Prinzip, also Retweets, das ist, wenn man teilt und wenn Sie was retweeten, dann hat das genau den gleichen Inhalt wie der ursprüngliche Tweet, das ist die Frage, ob Sie das haben wollen für Ihre inhaltliche Analyse, Sie haben dann halt viel Verdoppelung drin, das lassen wir in dem Fall weg. Und wir sagen, wir importieren jetzt nur mal 500 Tweets, einfach aus dem Grund, weil der ganze Import dann ein bisschen schneller läuft und ich nicht kurz Kaffee koche und dann sind 5000 Tweets hier. Deswegen machen wir mal die kurze Variante. Für unser Beispiel hier sollte das auch bereits ausreichend sein. Wobei natürlich, desto mehr Daten wir haben, desto spannender und auch ja, genauer zu einem gewissen Grad kann die Sentimentanalyse auch sein. So, jetzt sehen wir, der Import ist schon fast fertig. Ja, zeitlich haben wir das auch mittlerweile auch locker wieder aufgeholt. Jetzt fragt er uns, ob wir die Twitter-Daten autokodieren möchten. Ich sage jetzt mal kurz nein, weil ich Ihnen das nochmal spezifisch zeigen möchte. Und hier steht ja auch, Sie können die jederzeit später wieder über den Tab Analyse aufrufen. Wir schauen uns jetzt erstmal kurz an, was die Datenbasis ist. Sie sehen, hier wurde ein Dokument angelegt, da steht Tweets 1 bis 500. Es könnte auch bis 1 bis 1000 sein. Alle 1000 Tweets werden ein MaxQDA-Dokument. Das ist, was aber, es macht für MaxQDA in der Twitter-Analyse-Funktion keinen großen Unterschied, dass das verschiedene Dokumente sind. Es ist einfach nur technisch eine Sache, weil das dann ein bisschen schneller lädt, wenn Sie jetzt nicht bei jedem Klick eine Tabelle mit 10.000 Einträgen aufmachen. Ja, wir haben hier eine Tabelle, das ist schon das nächste Stichwort. Sie sehen, die Twitter-Daten werden nicht irgendwie in einer Wurst importiert, sondern als Tabelle. Wir haben hier das Datum und wir haben dann hier den Tweet, also den tatsächlichen Inhalt. Dann haben wir die Hashtags, die verwendet wurden. Wir haben den Typ, also ist es ein Tweet oder ein Retweet, die müssen jetzt bei uns alle Tweets sein. War es eine Antwort auf wen? Wie ist der Name und der Klarname des Autors? Also das sind die zwei Namen, die die Autoren angeben können selbst. Wo ist der Ort, wenn er bekannt ist oder wenn er zur Verfügung gestellt wird vom Autor? Wir sehen sogar die Beschreibung, wer diese Person ist. Da kann man dann eben reinlesen. Hier steht, I'm a sleepy girl with a busy life. Ja, da kann man sich vorstellen, dass das PhD-Leben ganz gut beschreibt. Dann sehen wir hier, wie viele Follower die Person hat, wie viele Tweets die abgesetzt hat. Das ist einfach, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal einen Tweet finden, der irgendwie ganz besonders heraussticht für Ihre Frage, dann können Sie in diesen Metadaten sehen, wer die Person ist, die den abgesetzt hat zu einem gewissen Grad. Sonst sehen Sie, ja, wir haben die Daten hier, Codes haben wir noch keine, das werden wir jetzt aber gleich ändern, weil wir haben ja gerade den Vorschlag, die Analysen, aber die automatische Codierung zu machen, abgelehnt. Das holen wir jetzt nach. Was Sie machen können, ist, Sie können Hashtags und Autorennamen automatisch codieren. Das heißt, Ihnen wird, wir sehen es uns gleich an, wir wählen aus, welche Dokumente, und Sie können dann auswählen aus den häufigsten Autoren und Tweets, wen Sie denn davon automatisch als Autor oder als Hashtag codieren möchten. Wir sehen einfach mal ganz kurz rein. Hier sind zum Beispiel die Autoren. Wir sind hier in diesem Sample. Da gibt es eine Person, BookMyth Editor, dürfte wahrscheinlich eine Software oder sowas sein, die wurde 6-mal erwähnt, hier 5-mal, 4-mal, 4-mal, das sind so die wichtigsten hier.
Und dann könnten wir sagen, okay, die hier ist interessant, die ist interessant, vielleicht ist dieses BookMyF-Editor, das ist vielleicht nicht so interessant. Yu Chang, das könnte vielleicht eine Person sein. Hier können wir im Prinzip auswählen, wen in diesem Sample wir gerne als Autor, als Code hätten. Das hilft uns später, wenn wir eine qualitative Analyse machen. Abseits der Sentiment-Analyse, die sowieso vorgeschalten ist. Und das Gleiche können wir auch mit Hashtags machen. Wir sehen hier natürlich, dass 100% der Daten den Hashtag PhDLive verwenden. Aber wir sehen hier, dass zum Beispiel auch 21% der Daten den Hashtag Academic Chatter verwenden. Was auch interessant ist, weil das ist nochmal natürlich im Nahbereich auch ein populärer Hashtag. PhD Forum, Grad School, Women in STEM. Das ist vielleicht ein interessanter Hashtag, wenn Sie sagen, oh, da gibt es offenbar eine Gruppe oder zumindest 8 Personen in diesem Sample von 500, die ja offenbar eine sehr spezifische Gruppe sind oder zumindest adressieren. Sagen wir mal, wir nehmen das dazu. Und dann nehmen wir jetzt einfach nur noch Academic Twitter dazu und Academic Chatter, damit wir auch ein paar populäre Hashtags noch dabei haben. Und jetzt können wir sagen, automatisch kodieren. Und was hier passiert ist, dass jeweils die Textsegmente, also wirklich der tatsächliche Inhalt des Tweets, mit einem Code versehen wird, der eben diese Autoren oder Hashtags betrifft. Das heißt, wir könnten dann jetzt zum Beispiel sagen, wir sehen uns die Women in STEM an. Und dann lesen wir mal diesen Tweet. Hier steht Excellent Piece by, also hier wird offenbar eine Publikation von vielleicht einer Frau in den Naturwissenschaften promoted. Dann könnten wir jetzt sagen, zum Beispiel, was machen die hier? Und das ist sozusagen, das ist die qualitative Twitter-Analyse. Wir könnten hier zum Beispiel sagen, Bewerbung oder Promotion, Promotion ist vielleicht ein schlechter Begriff im PhD-Kontext. Aber sagen wir mal, Publikationshinweis. Sagen wir mal das. Und dann könnten wir zum Beispiel jetzt alle von Women in STEM kodieren und schauen, was sind denn hier jetzt die verschiedenen Arten von Äußerungen. Und genau, und wir hätten den Vorteil, dass wir hier das ganze Repertoire an MaxQDAs Analysefunktionen nutzen können. Wir könnten eine Code Relation machen, um Überschneidungen zwischen Codes anzusehen. Wir könnten uns hier auch eine Wortwolke oder eine Worthäufigkeit ausgeben lassen, dieser Begriffe. Wir könnten explizit suchen innerhalb eines Hashtags. Aber das ist alles eigentlich basic. Das ist alles Twitter-Analyse an sich. Und dazu kommt auch noch bei Tweets analysieren, weil das ist quasi der ganz qualitative Part, sie kodieren und so wie Sie es von anderen Ausschnitten von MaxQDA auch gewöhnt sind. Und Sie erkennen vielleicht auch, wenn Sie sich mit Twitter schon mal befasst haben, hier die Tweets analysieren Funktion. Die ist das Ganze nochmal in wirklich gut aufbereitet. Das Einzige, was Sie hier nicht machen, ist eben kodieren, aber hier können Sie sehr gut filtern und sich Statistiken ausgeben lassen. Wir könnten hier zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt alle Tweets. Wir sehen hier auch, 28 Tweets sind dabei, die Antworten auf einen anderen Tweet sind. Wir können häufigste Wörter, häufigste Hashtag. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, wir hätten gerne die Hashtags und wir möchten jetzt zum Beispiel mal sehen, ob wir die Women in STEM wiederfinden hier. Und jetzt haben wir auf einen Klick diese 8 Äußerungen und können da reinlesen und uns das ansehen. Wir könnten da auch noch Faktoren kombinieren, dass wir jetzt sagen, naja, wir möchten Sprachen, das ist jetzt natürlich alles in Englisch, weil wir Englisch als Importkriterium gewählt haben. Aber wir könnten hier noch weitere Spezifikationen kombinieren. Genau, und was Ihnen Twitter dann eben anbietet, also Sie können eine Wortwolke machen, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das können Sie sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wir kriegen eine Wortwolke von den Tweets. Sie könnten Profilbilder laden, das machen wir jetzt aus Datenschutzgründen einfach nicht, weil dann sind nicht hier die ganzen Bilder im Video. Aber das ist auch sehr hilfreich, weil Sie dann halt ein bisschen sehen, wer die Menschen so sein könnten da. Ja, Statistiken sind eben sehr interessant. Da können Sie sich mal ansehen, von wie vielen Wochentagen wir da hier, denn hier sprechen. Wir sehen jetzt, dass die 500, die wir importiert haben, Mittwoch, Donnerstag und Dienstag abdecken, was ja irgendwie naheliegend ist, da wir das ja jetzt an einem Donnerstag aufnehmen. Das sind quasi die 500 neuesten Tweets hier zu dem Thema aus diesem Zeitbereich. Uhrzeit sieht jetzt nicht so schick aus, müsste man hier ein bisschen aufziehen. So, dann sieht das gleich besser aus. Da können Sie ein bisschen sehen, wie ja, von welcher Uhrzeit das kommt, wenn Sie da kleinere Mengen haben. Ich habe schon Menschen gesehen, die haben sich dann die Schlafzyklen von Donald Trump angesehen damit. Auch ganz interessant.
ja, Typ, wir wissen, dass das alles Tweets sind, häufigste Wörter, da fehlt jetzt im Hintergrund die Stoppliste, die müsste man hier importieren. Aber wir konzentrieren uns ja jetzt auf Sentiment-Analyse, deswegen verlieren wir da nicht darauf zu viel Zeit. Häufigste Hashtags ist natürlich auch naheliegend. Nach Groß-Kleinschreibung dann nochmal differenziert. Und dann sehen wir hier die Autorennamen. Wer denn hier wie oft getweetet hat. Das ist immer, das bringe ich immer am Ende einer Konferenz. Weil da haben sie meistens keine 10.000 Tweets und meistens ist es nicht eine Woche her. Und dann sage ich, dann tweete ich meistens die Analyse der Tweets, weil dann sehen sie klar, wer ist denn hier der Heavy Twitter-User? Und ich bin meistens hier irgendwo angesiedelt. Genau, Klarnamen, Autoren nach Followern sortiert. Und hier sehen Sie sogar, welche Devices, welche Geräte verwendet wurden. Sie sehen hier Web-App, iPhone, Android. Sie könnten sich hier im PhD Live mal ansehen, wie unterscheiden sich die Tweets von Menschen mit iPhone und Android und vielleicht irgendeine Klassentheorie dazu aufstellen. Die gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Ja. Genau, da sehen wir noch Likes. Wie viele Likes hat da was gekriegt? Wie viele Retweets? Also 39,4% haben ein Like gekriegt. Hier 10 plus Likes haben wir nur mehr 11,7%. Sehen Sie ein bisschen, wie populär ist denn die Gruppe, mit der Sie es hier zu tun haben. Genau, das ist so Twitter Basic. Und jetzt wollen wir uns aber in die Sentiment-Analyse stürzen. Dazu sehen wir mal ganz kurz zurück auf den Slide. Ich erzähle Ihnen ein bisschen was und dann zeige ich Ihnen das, wie das so läuft. So, jetzt hätte ich gerne, ach so, jetzt ist das wieder hier. Genau, also Sentiment-Analyse. Was ist das jetzt überhaupt? Was macht das Ganze? Im Kern geht es in der Sentiment-Analyse im Allgemeinen darum, dass man versucht, ein Sentiment, also man könnte sagen eine Emotion, anhand von meistens Text automatisiert zu erkennen. Dass man jetzt sagt, gut, welche Art von Emotion, meistens eben mal einfach aufgeteilt in positiv und negativ, wird denn in diesen Texten ausgedrückt. Und das Ganze macht sich die Eigenarten der Sprache zunutze, dass sie natürlich sehr leicht. Oder sehr leicht nicht, es steckt viel Arbeit dahinter. Aber dass man grundsätzlich Worte haben eine gewisse Implikation zum Teil, ob sie positiv oder negativ sind. Wenn Sie sagen schlecht, dann hat das Wort schlecht vermutlich eine negative Konnotation. Und das macht sich Sentiment-Analyse zu nutzen und versucht dabei in Texten festzustellen, und da arbeitet Sentiment-Analyse relativ einfach. Zumindest auf diesem Level hier, wo es nicht, also wo es im Prinzip mit Worthäufigkeiten operiert wird, funktioniert das so, dass man ein Wörterbuch im Hintergrund hat und in diesem Wörterbuch werden alle Worte einem, wird allen Worten ein Wert zugewiesen von 0 bis 1 für positiv und nochmal 0 bis 1 für negativ. Und dann kann man eben zum Beispiel sagen, das Wort schlecht ist zum Beispiel eindeutig negativ und das Wort schwierig ist vielleicht weniger negativ und das Wort ambitioniert hat vielleicht eine negative Konnotation, hat einen niedrigeren Score. Und mit diesen quasi Wortlisten, mit einem zugeordneten Sentiment-Score, mit denen geht man dann auf Text zu. Und Sie müssen jetzt natürlich nicht selbst den Text lesen und die Worte auszählen und im Lexikon nachschlagen. Das wäre ja vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, sondern es wird automatisch von der Software gemacht, dass dann diese Begriffe in dem Text nachgesehen werden, ein Wert vergeben wird und dann eine Einschätzung erfolgt. Und was hier jetzt im MaxQDA im Speziellen passiert ist, dass als Basis, als Analyseeinheit im Prinzip immer ein Tweet herangezogen wird. Das heißt, wir sehen uns einen Tweet an. Jedes Wort in diesem Tweet oder jedes Wort, das zumindest im Sentiment-Wörterbuch steht, erhält einen Score. Und am Ende erhält der Tweet als Ganzes einen Score. Und dieser Score wird in MaxQDA durch vier Codes oder fünf Codes, sind es eigentlich fünf Codes, in MaxQDA ausgedrückt. Die Codes, Sie sehen sie hier, gehen von negativ bis eher negativ bis neutral, eher positiv. Positiv. Das ist also die Gesamteinschätzung eines Tweets. Im Hintergrund des Ganzen steht ein Sentiment-Lexikon, das da abgefragt wird. Und ausgegeben wird dann ein Sentiment-Wert pro Tweet
Und was Sie damit machen können, ist primär mal, Sie können Worthäufigkeiten sich ausgeben lassen, diese Sentiments mal ansehen, welche Worte werden denn hier und dort verwendet. Sie können sich Statistiken ausgeben lassen über die Häufigkeit. Aber, und dazu komme ich dann in den Möglichkeiten und Grenzen, was vor allem die große Stärke ist, Sie können das nutzen als Hinweisgeber für Ihre qualitative Analyse. Und da zeige ich Ihnen gleich, was ich damit meine. Zuerst zeige ich Ihnen jetzt mal die Funktion. Ich mache das hier mal da ganz kurz zu. Wir sehen kurz zurück in MaxQDA. Was wir hier sehen, ach, ich habe vergessen, mir das Wasser aufzufüllen. Was wir hier sehen, das ist eben die, ich gehe nur noch mal einen Schritt zurück, dass Sie sehen, also wir haben unsere Twitter-Daten importiert über Import und jetzt gehen wir unter Twitter Tweets analysieren. In diesem Fenster, wo wir vorhin aufgehört haben, wir wählen kurz aus, welche Tweets analysiert werden sollen. In dem Fall alle, die wir hier haben. Und neu ist eben, und das ist wirklich vor erst ein paar Wochen halt, die Sentiment-Analyse-Funktion, die diese Tweet-Texte automatisch einschätzt. Wir klicken hier mal auf Sentiment-Analyse, da fragt er uns zuerst mal, welche Sprache. Die Auswahlmöglichkeiten sind noch nicht so groß, es steht hier Englisch, aber ja, ich würde mal vermuten, dass in naher Zukunft hier auch noch weitere Sprachen hinzukommen könnten. Sie haben hier zwei Optionen, die für Sie interessant sind. Die eine ist es, Hashtags zu ignorieren. Das ist jetzt natürlich was Twitter-spezifisches. Was heißt Hashtags ignorieren? Sie importieren ja Dinge oft auch auf der Basis von Hashtags. Und dann ist die Frage, möchten Sie, also Hashtags sind diese Raute-Symbole mit dem Text danach, die dazu wieder verwendet werden, um auf Twitter Inhalte zu verschlagworten, zu finden und quasi Ad-hoc-Chaträume zu einem gewissen Grad auch zu erzeugen. Dessen sind sich oft Menschen, die diese Hashtags verwenden, gar nicht so sehr bewusst, aber die spezifischen Communities wissen das. Genau, das gibt diese Hashtags und nun ist die Frage, möchte man den Hashtag selbst in die Suche mit ein, also in die Einschätzung mit einbeziehen? Sie könnten jetzt zum Beispiel Hashtag sagen, haben worst day of my life, jetzt mal erfunden. Und wir nehmen mal an, Ihre Community postet unter worst day of my life Ihre Tweets. Dann ist die Frage, wollen Sie das Wort worst aus worst day of my life denn jetzt da drin haben? Weil sonst werden alle, das Wort worst wird sehr wahrscheinlich negativ eingeschätzt und all Ihre Tweets haben damit von Haus aus eine negative Konnotation, weil Sie auf Basis dieser Selektionskriterium sie in die Analyse eingeschlossen haben. Wenn Sie jetzt Worst Day of My Life analysieren, würde ich Ihnen raten, die Hashtags hier herauszunehmen, weil sonst verschiebt das die ganze Analyse einen Tick nach links. Also einen Tick nach links, einen Tick nach negativer. Andererseits, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie nehmen, analysieren eine Person und Sie importieren einen Account, muss man technisch genauer sagen, einen Account, dann ist es vielleicht interessant, die Hashtags, weil wenn dann die eine Person auf einmal den Hashtag Worst Day of My Life verwendet, dann ist es schon ganz gut, dass hier das Sentimentwert zugewiesen wird. In unserem Fall hier PhD Live lassen wir es mal weg. Man könnte hier auch mal überlegen, ein bisschen Recherche anstellen, müssen Sie aber hier nicht, ob Live jetzt in so einem Lexikon als positiver Wert enthalten ist, dann ignorieren Sie es vielleicht besser. Oder Sie machen es sich noch viel leichter und importieren eine Stoppliste. Das heißt, Sie können eine selbst, das ist ganz einfach, über Import hier eine Stoppliste anlegen. Und wir können jetzt einfach mal sagen, wir machen hier den Begriff Live, packen den auf die Stoppliste. Und wenn wir den hier dann verwenden, den habe ich jetzt auf die Stoppliste Standard gesetzt. Wir sehen uns das jetzt nicht im Detail an, nur dass Sie wissen, dass das geht. Haben wir jetzt hier das Wort Live auf die Stoppliste gesetzt, sagen Stoppliste anwenden. Und dann wird unsere Sentiment-Analyse das Wort Live ignorieren und dem keinen Wert zuweisen. Das wäre hier wahrscheinlich sogar die eleganteste Lösung, anstatt Hashtags völlig zu ignorieren. Wir bleiben jetzt aber mal bei Hashtags ignorieren, einfach weil es für uns ein bisschen leichter nachvollziehbar macht, auf was denn hier jetzt die Einschätzung. Einfach jetzt zu Demonstrationszwecken macht das die Einschätzung ein bisschen leichter. Und wir lassen mal live weg. Aber eigentlich können wir live auch verwenden. Packen wir doch den Live-Filter ein. Mal sehen, vielleicht war, weil ich habe vor einer Woche das Ganze auf Englisch gemacht. Vielleicht war auch deswegen die Einschätzung der PhD-Studierenden so optimistisch. Da ist eben immer wichtig, dass sie wissen, wie im Hintergrund diese Mechanik funktioniert und dass das eine wortbasierte Wertezuweisung ist, dass sie eben wissen, was sie hier tun.
Sonst verzehren sie sich die ganzen Daten unnötig. So, jetzt sagen wir mal, okay, und jetzt wollen wir mal wissen, wie es mit dem Sentiment aussieht. So, und ich hätte jetzt gerne mal eine Schätzung, mal sehen, ob wer im Chat eine Schätzung abgeben möchte. Wie viele dieser Tweets sind denn jetzt, ich mache nochmal den Chat auf, wie viele dieser Tweets sind eher positiv oder positiv? Was würden Sie schätzen? Prozent. Weil das können wir uns jetzt gleich anzeigen lassen. Schreiben Sie gerne in den Chat, was glauben Sie, wie viele sind positiv oder eher positiv? Ach, Sie sehen es vielleicht schon im Hintergrund, aber schätzen Sie mal, falls Sie es noch nicht gesehen haben. 30%. 30% ist eine Schätzung. Gut, bei dem englischen Webinar hatte ich eine Schätzung 5%. Das war vielleicht eher ein bisschen pessimistisch. 30%. Schauen wir uns mal an. Genau, Sie sehen es nicht im Hintergrund, Sie sehen im Hintergrund schon die absoluten Zahlen, wenn Sie ganz genau geschaut haben, aber sich da die Prozente auszurechnen, da wären Sie schon ziemlich gut. Gut, wir sehen uns jetzt mal als erstes die Statistiken an, weil das ist immer das hat man innerhalb von einem Klick sehr, haben auch gemerkt, das Ganze ging mit einem Klick, zack, das ging sehr schnell, weil diese Daten für diese Sentiment-Analyse, die sind lokal auf Ihrem Computer. Das heißt, Sie brauchten dann nicht mal eine Internetverbindung, sobald Sie die Twitter-Daten importiert haben. Sentiment-Analyse können Sie auch offline theoretisch machen. So, jetzt sehen wir uns die Statistiken an. Wir kennen jetzt schon unsere bekannten Statistiken, Wochentage, die Uhrzeit, bei der man immer ein bisschen weiter aufziehen muss, damit es hübsch aussieht. Typ, häufigste Wörter, das kennen wir schon. Und jetzt schalten wir mal zum Sentiment. 30%? Ja, es ist sogar ein bisschen positiver. Also tatsächlich, wir haben hier 21,6, die als positiv eingeschätzt sind und 39,0, die eher positiv sind. Also können wir sagen, summa summarum, 60% positiv. Natürlich, das sehen wir uns jetzt auch gleich an, muss man kritisch hinterfragen, was denn hier eher, vor allem was der große eher positiv Anteil heißt. Denn in der Sentiment-Analyse sind für uns immer die interessantesten Stellen, nämlich die Extrempositionen, negativ und positiv. Weil ich wüsste nicht, wozu Sie jetzt eine qualitative Tiefenanalyse zu den neutralen Sentiments machen wollten. So, außer Sie sagen sich vielleicht in einer sehr hitzigen politischen Debatte, wer sind denn da die Neutralen? Dann vielleicht, aber in den meisten Fällen werden die neutralen Einschätzungen nicht Ihr Kerninteresse sein. Genau, das ist schon mal, Sie sehen hier auf einen Klick, wir haben nur 1,0% negativ, das heißt in diesem Fall 5 Tweets müssten das sein. Die können wir uns gleich dann mal ansehen, und da sehen Sie schon, die sind mal interessant, wer sind denn die 1%, die negativ sind, und warum wurden die so eingeschätzt? Und was haben die zum Ausdruck gebracht vor allem? Genau, das ist hier die Stärke des Ganzen. Und was wir jetzt eben machen können, Sie haben das vielleicht, deswegen habe ich gesagt, Sie hätten sich schon spoilern können. Sie sehen hier jetzt, ist im Hintergrund die Filteroption dazugekommen, das Ganze nach Sentiment zu filtern. Ja, hier sehen wir auch kein Sentiment. Das ist wahrscheinlich auch dadurch zustande gekommen, dass wir unseren Filter verwendet haben und gesagt haben, live schließen wir aus. Und dann sehen wir jetzt mal ganz kurz an. Ja, it's just that sort of a Thursday. Da ist offenbar kein Wort drin, das die Analyse im Lexikon gefunden hat. Aber sehen Sie, das sind nur ganz wenige. Und wir können hier ganz einfach filtern. Jetzt sehen wir uns mal die Negativen an. Wir wollen doch jetzt mal wissen, was negativ ist. Sehen wir uns mal an, wie die denn so aussehen. Sie sehen hier jetzt mal an den Spalten zuerst, wie viele, also erstmal wird das Sentiment ausgegeben, vielleicht das nochmal in Bezug auf alle. Als erstes wird hier das Sentiment ausgegeben. Dann, wie viele positive Worte gefunden wurden, wie viele negative und wie hoch die Differenz ist. Natürlich, desto mehr Worte hier drin sind, also hier haben wir zum Beispiel 14, desto präziser und zuverlässiger ist das Ganze. Auch wenn die gesamte Einschätzung nur an einem einzigen Wort hängt, dann ist es natürlich ein bisschen, ja, nicht so solide, wie wenn es 14 Worte sind. Hier sehen wir dann zum Beispiel die eher Positiv-Tweets. Natürlich werden mehr Worte auch dazu führen, dass das vielleicht ein bisschen ambivalenter ist, weil wir natürlich ein paar Negative und ein paar Positive haben. Hier haben wir zum Beispiel 14 Positive, 4 Negative. Today I'm running a workshop. Ah, ich kenne das Problem. With other academics on the emotional labor of researching sexual violence. Hier haben wir den Tweet und dann sehen wir, can we use creative writing as a tool for addressing the emotional work involved? Würde ich schon sagen, dass das eher positiv ist. Jemand sagt hier, wir haben den Workshop und wir werden hier mit gewissen Tools daran arbeiten. Great to have this opportunity to bridge the arts and academia.
würde auch sagen, dass das eher positiv ist. Warum ist es nur eher positiv? Vermutlich wegen dem Wort Violence. Sexual Violence ist auf jeden Fall ein negativ behaftetes Wort. Und damit sehen Sie hier, ich würde sagen, die Einschätzung eher positiv. Man könnte vielleicht sogar sagen, ganz positiv, obwohl negative Begriffe drin vorkommen. Aber aus Software-Sicht ist das auf jeden Fall solide. Genau, das haben Sie: Sentimentwert, Wort und die Differenz. Das sind sozusagen die statistischen Daten, die Sie jetzt dazu erhalten haben. Sie können hier sich eben die Spalten einfach filtern, nach gewissen oder erstmal sortieren. Und wir können dann jetzt mal sagen, wir hätten gerne nur die Negativen. Und jetzt sehen wir mal, was sind die Negativen? Sie kennen das Problem vielleicht. Transcribing is not fun. Hashtag PhD Life. Ja, wenn Sie mit qualitativer Software gearbeitet haben, bisher, transkribieren ist meistens, also der Spaß hört relativ bald mal auf. Today's PhD Life. Just resubmitted my Nemesis Paper again. I think it's the sixth journal and please let it be the last. Ja, wir kennen alle das Problem. Sie sehen, warum habe ich diese Beispiele gewählt? Damit kann man sich gut identifizieren. Just got lost in the sheer number of terminal windows I had open. Okay, I got lost ist auch offenbar negativ, klingt aber nicht ganz so schlimm wie hier die armen anderen Menschen. Können uns auch positiv ansehen, wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Publikationen können. What my PhD advisor said, your plan sounds great, let us keep the timeline and graduate at the earliest. Ja, das ist doch mal schön, da ist jemand offenbar gut unterwegs oder zumindest sehr freudig und motiviert. Genau, das ist das, was ich mal grundsätzlich machen kann. Sie sehen schon, die Extrempositionen sind das Spannende. Was wir jetzt noch machen können, und da wird es dann wirklich spannend, nämlich aus einer qualitativen Sicht, wir können unsere Tweets mit Sentiment autokodieren, ähnlich wie wir das vorhin bei Hashtags und Autoren gemacht haben. Und wir wollen jetzt hier nur mal die Extrempositionen haben, positiv und negativ. Und wir sagen hier mal, den Filter schalten wir ab. Das ist nochmal wichtig, sonst hätte das jetzt gleich nicht funktioniert, weil ich habe hier noch die positiven gefiltert. Und jetzt sagen wir mal, okay. 112 Tweets wurden jetzt autokodiert. Und jetzt können wir aus dem Fenster eigentlich raus. Wir sehen, hier gibt es jetzt einen Code, der heißt Sentiment mit positiv und negativ. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können natürlich einfach hier mal reinlesen, aber das hätten wir ja auch vorhin auch schon können, können das Ganze exportieren. Aber spannend wird es jetzt eigentlich, wenn Sie sich ansehen, wie Sie denn hier jetzt in der Analyse weiter fortschreiten können. Nämlich, was jetzt spannend wäre, ist, also bei den 5 ist es vielleicht noch nicht so spannend, aber bei den positiven 107 vielleicht, also bei 5 ist einfach die Differenzierung nicht so. Was wir jetzt machen könnten, ist, dass wir uns das Smart Coding Tool ansehen. Das Ganze im Smart Coding Tool ansehen. Falls Sie es noch nicht kennen, das ist ein ganz tolles Tool. Ich selbst nutze es sehr viel zur Ausdifferenzierung von Codes. Das ist meiner Meinung nach der Hauptanwendungsfall. Was wir hier machen können, ist, wir sehen hier unsere Tweets. Jetzt sagen wir, wir hätten gerne positive Tweets. Und dann sehen wir sofort hier die Liste dieser Tweets. Das ist so ähnlich gefiltert wie vorhin. Und wir sehen hier, welche anderen Codes hier vergeben wurden. Und da könnten wir auch zum Beispiel sehen, ah, hier haben wir einen positiven Tweet, der ist hier schon mit, wo waren die Women in STEM? Gerade habe ich es noch gesehen. Ja, hier Women in STEM. Das sind positiv darüber. Excellent Piece by. Ah ja, das hatten wir schon. Ja, ist auf jeden Fall ein positiver Tweet. Daran gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Was wir jetzt machen könnten, ist erstens mal hier einfach anfangen zu lesen und Subcodes zu erzeugen, welche positiven Effekte es denn hier gibt. Ready for presenting my PhD work. Oh my God, smiley, smiley. Das sagen wir jetzt mal, wir machen jetzt einen neuen Code und wir sagen Präsentation der Arbeit. Ist jetzt nur mal so ganz aus der Luft gegriffen. Wir sagen, Menschen präsentieren was und sind deswegen in positiver Stimmung. Dann sehen wir uns an, just finished my progress review for the year. I think it went well. Könnten wir sagen, Arbeitsabschluss ist vielleicht auch ein Thema, wieso sich PhD-Studierende freuen. Das ist jetzt nur mal, damit Sie den Zugang sehen. Jetzt geben wir jetzt mal Arbeitsabschluss. Was kommt als nächstes? Congratulations, Seba. Things will get better. With the excellent work you have done on a COVID-19, your PhD life has already saved many lives. Da könnten wir jetzt mal sagen, das ist ein Kompliment, weil man ja hier offenbar jemanden adressiert. Sie können sich sogar ansehen, wer das ist. Sagen wir, das ist ein Kompliment an jemanden.
Sie wären nothing better than reading some papers with Rachmaninoffs piano concerts. Oh, sehr schön. Gefällt mir auch gut. Who is your favorite paper reading background composer? Da könnten wir jetzt schon wieder eine Kategorie eröffnen. Und Sie sehen, so könnte man da durchgehen und Sie könnten dann die Tweets durchgehen und mal sehen, was sind denn positive Dinge, die berichtet werden, oder was sind negative Dinge, die berichtet werden. Sie könnten sich gerade mit PhD Live, was ein Hashtag ist, der ja live ist und permanent benutzt wird, können Sie sich mal ansehen, hätten Sie schon ein Forschungsprojekt machen können dazu, wie sich PhD Live ändert mit Beginn der Corona-Krise. Das wäre vielleicht der vernünftigere Import von mir gewesen, anstatt alle Corona-Tweets haben zu wollen. Ja, aber sehen Sie mal, es fällt einem immer mal auf hinterher die spannenden Themen ein. Oder wenn Sie jetzt sagen, das war so ein tolles Thema, Sie können das Thema gerne haben, ich plane keine Forschung damit, dann müssten Sie halt zusehen, wie Sie an die Daten kommen. Aber solche Dinge, wenn Sie, und das sehen Sie auch, also wieso ich das ja auch hier vertrete, wenn man Twitter-User ist, dann kennt man halt Hashtags und wenn man Hashtags kennt, dann kennt man Fragestellungen. PhD Live, wahrscheinlich gibt es schon viele Arbeiten dazu, die ich noch nicht gelesen habe. Aber das wäre hier der Zugang. Wie Sie prinzipiell vorgehen können, Sie können das Ganze ausdifferenzieren. Und das ist dann schon was, womit Sie alleine, wenn Sie da am Abschluss ein Codesystem haben und jetzt sagen können, wie das Ganze aussieht, das ist spannend. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie damit mal ein bisschen begeistern dafür oder Ihnen zumindest zeigen, was die Möglichkeiten sind. Grundsätzlich sind das ja abseits von Twitter-Daten eine Möglichkeit von Sentiment-Analyse, dass man sich hier eben quasi einen Hinweisgeber hat oder eine Vorfilterung für die qualitative Analyse. Genau, ein Wort noch dazu. Sie können hier auch ganz einfach dann, wenn Sie hier haben, Sie hier positiv, ja, wir haben hier die positiven Tweets und jetzt suchen wir uns mal einen Fehler. Very proud, just what I could be my first publication. Time to write the paper, pick your topic. Sagen wir mal, das ist hier falsch, obwohl ich das eigentlich auch sehr positiv finde. Können wir sagen, Rechtsklick, aus Code Tweet Sentiment positiv entfernen. Okay, und wir haben die paar False Positives, die da drin sind, auch schon ausgemerzt. Das heißt, da brauchen Sie da auch keine Sorge mehr haben, dass Sie hier ganz viel oder ganz viel nicht, dass Sie hier prinzipiell was Negatives dabei, also was dabei haben, was Sie stört in Ihrer Analyse und was da gar nicht reinpasst. Das ist wirklich, und da ist ja auch Max QDA stark in dieser Verknüpfung, ein bisschen Mixed Methods, qualitative zu quantitative Tools und dann gehen sie qualitativ rein. Und jede Website kann Ihnen sagen, wie viele Tweets gesendet wurden. Aber wer kann Ihnen sagen, was in den Tweets drinsteht? Und das ist eben die Stärke hier. Sie merken, ich werde dabei selbst immer so begeistert, dass ich am liebsten ein Forschungsprojekt damit anfangen würde. Falls wer eine Finanzierung dazu hat, sagen Sie mir gerne Bescheid. Ja, jetzt habe ich Ihnen noch versprochen, Grenzen so quasi und Möglichkeiten. Ganz kurz nur, dass Sie wissen, was da prinzipiell im Hintergrund abläuft. Also Max QDA hat diese Daten aus einem öffentlich zugänglichen Sentiment-Lexikon und denen wird eben ein Wert, ich mache es nochmal groß, ein Wert von 1 bis 0 zugeordnet. Nur, dass Sie mal gesehen haben, wie sowas, wenn Sie können auf GitHub gehen, sich diese Daten runterladen, einfach um sich das mal anzusehen. Da sehen Sie hier, das Wort unable hat einen negativen Score, 0,75. Abstinent hat auch 0,6275. Also theoretisch könnten Sie hergehen, Ihren Taschenrechner auspacken und jeden einzelnen Tweet nachtippen, warum der jetzt diesen Score bekommen hat. Und was noch wichtig ist, Max QDA berücksichtigt bereits für Sie Negationen. Das heißt, wenn jetzt hier kommt, ich habe es heute nicht geschafft, meine Arbeit fertig zu machen und ein erfolgreicher Autor zu sein, dann erkennt Max QDA mit Hilfe dieses Wörterbuchs und sagt, die nächsten, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, 3 bis 5 Wörter, sowas in die Richtung, werden in ihrer Bedeutung umgekehrt. Wenn ich sage, Sie erinnern sich an den Tweet, Transcribing is not fun. Das hat einen ganz stark negativen Score gekriegt. Ja, not ist negativ und fun wird ins Negativ umgerechnet, weil das Wort not davor steht. Also das ist schon ziemlich schlau. Ist jetzt nicht so, dass das völlig naiv hier vonstatten geht. Was können Sie jetzt damit machen? Oder sehen wir jetzt vielleicht ganz kurz, jetzt habe ich doppelt drin. Ja, macht ja auch nichts. Also was haben Sie für weitere Analysemöglichkeiten? Sie können eben relevante oder besonders aussagekräftige Tweets identifizieren, indem Sie sich eben diese positiv und negativen ansehen.
Sie können Akteursgruppen oder Autoren identifizieren, auch über diese automatische Autorenkodierung. Sie können sich auch sehr gut vorstellen, dass Sie vielleicht dann Sentiment-Codes mit Autoren-Codes über Code-Relation korrelieren. Und dann sehen Sie mal, wer ist hier, wer sind hier die Optimisten, wer sind hier die Pessimisten. Sehr spannende Forschungsmöglichkeiten. Sie können Extrempositionen vergleichen, positiv und negativ. Die Neutralen werden Sie wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Positive oder negative Trends können Sie zu einem gewissen Grad ablesen, wobei dann natürlich die Schwierigkeit ist, dass Sie ja, die Einschätzung, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ob die jetzt 100% scharf ist, gerade wenn jetzt ein Hashtag aufkommt, der irgendwie negative Begriffe beinhaltet, dann müssen Sie das wieder bedenken. Also in den Trends würde ich sagen, konzentrieren Sie sich auf die qualitativen Inhalte. Sie können Worthäufigkeiten basierend auf den Sentiment-Code vergleichen. Und im Großen und Ganzen ist das Ganze ein Unterstützer und Hinweisgeber für Ihre qualitative Analyse. Grenzen, die Sie oft hören werden, wenn es darum geht und die zum Teil auch zutreffen. Es heißt immer, das ist eine Genauigkeit von 70 bis 75%. Tatsächlich ist Max QDA mit dem Wörterbuch ja auch im Hintergrund da im oberen Feld, was Sentimentanalyse angeht. Sie sind öfters auch nur so 60%, 65%. Das ist schon mal die obere Klasse. Also es gibt kein Sentiment-Wörterbuch, zumindest nicht meines Wissens nach, das 95% erreichen würde. Und die Wichtigkeit ist auch nicht die Ungenauigkeit, sondern wo die Ungenauigkeit auftritt. Was sind denn jetzt diese 20 bis 30%, die ungenau sind? Das sind meistens ambivalente Textstellen, die in neutral enden und eigentlich unter positiv oder negativ gehören würden. Selbst wenn Sie jetzt studentische Hilfskräfte ansetzen, die Ihnen einen Codierleitfaden erstellen und sagen, bitte kodieren Sie das nach positiv und negativ, werden die Ihnen auch mit Textstellen kommen, wo Sie sagen werden, ja, ich weiß nicht genau, wohin damit. Und dieses, ich weiß nicht genau, wohin damit, ist der Großteil dieser Ungenauigkeit. Sie, wie Sie gesehen haben, zumindest in den Beispielen, die wir hier hatten, wir haben jetzt zumindest auf Anhieb nichts gefunden, was hier völlig fehl am Platz war. Vielleicht wird auch mal was mit eher positiv eingeschätzt, obwohl es eigentlich klar positiv wäre. So wie das Violence Example. Da ist dann eben, wenn Sie sich jetzt nicht gerade auf die neutrale Kategorie stützen, sondern auf positiv und negativ, was das Spannende ist, dann sind Sie bei einer Genauigkeit von 90, 95%. Und wenn Sie das Ganze nachher sowieso qualitativ analysieren, dann sind Sie bei einer Genauigkeit von 100%, weil Sie zumindest jegliche False Positives ausschließen können. Eine Grenze ist natürlich, dass das Ganze nur auf Text anwendbar ist, aber das hat zumindest textbasierte Sentiment-Analyse so an sich. Aber es gibt, glaube ich, auch schon Ansätze damit, das mit Farben und Bildern und Videos zu machen, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und was ich Ihnen eben gerne mitgeben möchte, ist Sentiment-Analyse mit Max QDA. Sentiment-Analyse in der qualitativen Forschung ist der Beginn, nicht das Ende Ihrer Analyse. Sie werden das am Anfang des Prozesses machen und müssen dann aber damit weiterarbeiten. Denn nur jetzt zu sagen, Sie lassen das Sentiment drüber laufen, exportieren die Statistik, packen die Statistik auf ein Poster oder ein Paper und das war's. Das ist, da hätten Sie einfach viel, viel Forschungspotenzial verschenkt, den diese Software und dieser Zugang anbieten kann. Gut, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind jetzt bei 55. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Wünsche oder Anregungen haben, nicht jetzt bitte in Bezug auf die Softwareentwicklung, sondern auf, weil ich die Softwareentwicklung nicht mache. Ich bin da einfach ein Trainer. Wenn Sie irgendwas haben zu einem Webinar, falls Sie auch eine tolle Twitter-Analyse im Nachhinein gemacht haben, lassen Sie mich es wissen. Und wenn Sie ganz authentisch sein wollen, dann taggen Sie mich dafür auf Twitter und dann bekommen Sie auch einen Retweet von mir. Oder Sie schicken mir eine E-Mail. Ich bin eben auch Trainer und Consultant. Also falls Sie mal irgendwie Beratung brauchen für ein großes Twitter-Projekt, da kann ich Ihnen auch von behilflich sein. Und sonst, ich retweete üblicherweise alle Menschen, die mich in freundlicher Absicht taggen. Dann sehen wir uns gerne auch auf Twitter. Da helfe ich Ihnen gerne auch mal, wenn Sie was Akademisches vorhaben, retweete ich das gerne auch. Ja, genau. Dann ist im Moment, ich sehe im Chat, sind keine Fragen gekommen durch in dem Verlauf. Aber ich sehe, wir haben schon die erste Frage spezifisch. So, Herr Richter schreibt, eine Frage bezüglich des Imports. Wie kann man hier mehrere Hashtags eingeben? Ist das möglich? Und dann muss man hier nacheinander die verschiedenen suchen und laden. Also Sie können da prinzipiell mehrere eingeben. Ich sehe nochmal ganz kurz rein. Ich müsste jetzt nochmal, sehen wir mal kurz rein bei der Importmöglichkeit.
Ja, hier haben Sie eben diese Hashtags als Möglichkeit. Da können Sie mehrere eingeben. Sie könnten hier jetzt PhD Live und Academic Chatter verwenden. Und dann würde es aber reichen. Die Frage über Trennung. Warten Sie mal. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um Sie Ihnen, weil ich tatsächlich jetzt auch mal ganz kurz nachschauen muss. Sie sehen hier unten diesen kleinen Hilfe-Button. Wenn Sie da draufklicken, kommen Sie direkt in das Max QDA Manual. Das ist was unglaublich nützlich ist. Und dann ich habe das meistens bisher explizit auf alle. Ja, da kommt noch eine Frage, die ich auch gerne beantworten werde. Genau, hier sehen Sie die Dokumentation, ganz schön mit Screenshots, und wir finden da sehr wahrscheinlich auch gleich. Hier sehen Sie dann den Abschnitt von diesen Accounts, erwähnte Account, Sprache, Zeitraum. Da müsste auch wo stehen, wie die zu trennen sind. Sprache, erwähnte Accounts, Retweets. Hashtags. Alle Hashtags, die in dem Tweet vorkommen, sind da drin. Also, wie Sie sonst probieren Sie einfach mal aus. Soweit ich weiß, brauchen Sie die einfach nur nacheinander auflisten. Also zum Beispiel probieren wir jetzt mal ganz kurz. Wir machen jetzt mal PhD Live und Academic Chatter. Probieren wir das mal ganz kurz. Ich glaube, muss man es so machen. Müsste ich tatsächlich nochmal in Ruhe nachsehen. So haben wir 0 gefunden. Und so müssten wir Akademik Chatter, habe ich das richtig geschrieben? Ja. Lass mich mal ganz kurz sehen. Ach ja, PhD Live falsch geschrieben. So, PhD Live müsste funktionieren. Und dann machen wir Board Games, weil den Hashtag kenne ich auch sehr gut aus unterschiedlichen Gründen. So. Na gut, ich müsste sonst in der Dokumentation mal nachsehen. Prinzipiell sind da diese Hashtags, Sie können da mehrere eingeben. Müsst ihr nochmal in Ruhe im Manual raussuchen. Die werden dann alle. Und Sie können sonst auch, wenn Sie es ganz klar kontrollieren wollen, haben Sie leider bis auch nicht gefunden. Ja, ich werde das sonst nochmal nachsehen. Und sonst folgen Sie mir auf Twitter, wenn Sie es zufällig haben. Dann schicke ich Ihnen da gerne im Nachhinein nochmal die Antwort dazu. Genau, sonst müssen, aber es ist diese Hashtags, also es ist prinzipiell dafür ausgelegt, mehrere zu auszuwählen. Ja, gerne schreiben Sie gut, dann kriegen Sie von mir gleich einen Tweet im Anschluss. Genau, eine andere Frage kam noch, die vielleicht auch für mehrere relevant ist. Reicht für diese Analyse die Max QDA Standardlizenz? Ja, genau, die reicht aus. Da können Sie auch mit den Twitter-Daten arbeiten. Bei dieser Hashtag, bei dieser Funktion, da gibt es in der Hinsicht keine Einschränkung. Genau, also die einzige Einschränkung ist, dass Sie herausfinden müssen, wie Sie die hier trennen müssen, aber wahrscheinlich habe ich selbst auch gerade die Blockade im Kopf. Ich schicke Ihnen das dann nachher nochmal auf Twitter raus. Das ist auf jeden Fall rauszukriegen. Gut, gibt es sonst noch Fragen dazu? Oder haben Sie Ideen, Anregungen, was Sie damit machen möchten? Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen verdeutlichen, in welcher grundlegenden Richtung man das jetzt verwenden kann, was sinnvoll ist und was nicht so sehr. Wenn ich eine Excel-Liste mit Tweets habe, kann ich nicht mit der Tweets-Analysen-Funktion nutzen. Genau, ja. Also die Frage ist hier, Sie nutzen immer die allgemeine Max-QDA-Tools. Ja, das ist eben die Sache. Diese ganze Funktion funktioniert dann, wenn Sie das wirklich über die Twitter-Schnittstelle importieren, weil dann die Daten genauso kommen. Ich würde Ihnen da einfach sagen, Sie kennen vielleicht auch diesen Smiley da oben. Da kommen Sie dann immer gleich zu Feedback und Ideenformular. Können Sie hier Vorschläge und Ideen gleich mal reinschreiben? Importfunktion für lokale Twitter-Daten. Das ist auch was, was ich selbst unterschreiben würde, weil wenn man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel über eine Finanzierung von einem Projekt, sich die Twitter-Daten zu kaufen, dann wäre es doch toll, wenn man die als Schnittstelle hier bei Twitter-Daten hätte. Import nicht mit Twitter verbinden, sondern Import lokaler Daten. Das wäre ganz toll. Sagen Sie es, fordern Sie es und dann kommt es vielleicht hoffentlich auch mal, wäre ich auch sofort an Bord, aber ich bin da nur ein externer Trainer, ich kann Ihnen da nur sagen, fordern Sie es ein. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, ich nutze Max QDA seit 2016, 17 und es
gab da bei der ersten MQLC so einen gelben Zettel, wo man aufkleben konnte, was man haben wollte. Und ein Jahr später gab es das. Vermutlich hat das nicht nur ich aufgeklebt, aber die tollen Menschen hier im Hintergrund bemühen sich auch immer sehr auf Wünsche einzugehen, auch wenn man natürlich immer schwer ist, irgendwelche Versprechen zu machen. Mit anderen Textsorten, beispielsweise YouTube-Kommentaren möglich ist. Prinzipiell Sentiment-Analyse an sich, also ich wiederhole nochmal die Frage, entschuldigen Sie, falls Sie nicht gerade den Chat offen haben, habe ich es richtig verstanden, dass es auch mit anderen Textsorten möglich ist? Jetzt im Moment geht das nur über Twitter-Daten, nur über die Twitter-Schnittstelle. Ich würde vermuten, dass das der erste Schritt ist jetzt. Sie sehen, das Ganze funktioniert, das Ganze läuft ganz gut. Und ich hoffe und denke, dass das ausgeweitet wird noch auf andere Funktionen. Ich kann Ihnen dazu keine Versprechungen machen. Jetzt im Moment geht es nur mit den Twitter-Daten über diese Schnittstelle. Aber ja, bleiben Sie dabei, und Sie werden, ich vermute mal, noch weiteres Wachstum dieser Funktion sehen. Aber hier haben wir mal die grundlegende Funktion kennengelernt und Sie wissen schon mal, wie das grundsätzlich läuft. Ich würde mir auch wünschen, Sentimentanalyse in allen, in Dokumenten, in überall. Weil Sie sehen, auch meiner Meinung nach, ich bin selbst sehr qualitativ fokussierter Forscher, immer so ein bisschen im Mixed Methods Bereich. Es ist ganz toll, wenn man so eine Unterstützungsmöglichkeit hat. Einfach mal zu sagen, grob mal durch meine Daten, positiv und negativ, und dann sehe ich mir nochmal an, warum. Es integriert sich sehr elegant in das quasi Max-Kuliah-Ökosystem. Hoffen wir, dass das sich auch noch ausweiten wird. Jetzt im Moment, um die Frage zu beantworten, nur Twitter-Daten. Deswegen habe ich das auch hier mit Twitter-Daten verknüpft, sonst hätte ich Ihnen das gerne mit das anderen gezeigt. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr ein Webinar haben, eine Twitter-Sentiment-Analyse mit Interviews. Oder vielleicht sogar einem halben. Aber ich habe dazu keine Ahnung. Dann kann ich Ihnen da leider nichts dazu sagen. Genau. Sonst noch irgendwelche offenen Fragen? Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Falls, ich glaube, ein paar sind ja dann doch eine Spur später hinzugekommen. Da sehen Sie sich auch gerne, die Aufzeichnung geht sicherlich dann mal online. Und dann, ja, wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihren Forschungsprojekten. Und wenn Sie was mit Twitter-Daten machen, ja, dann lassen Sie es mich wissen. Ich finde das selbst immer ganz, ganz spannend, auch wenn man oft außerhalb der Twitter-Blase erstmal rechtfertigen muss, warum man hier überhaupt was mit Twitter macht. Aber man kann da ganz schön was damit machen. Vielen Dank, lese ich. Vielen Dank. Ja. Gut. Ja, freut mich, dass es für Sie interessant war. Und man sieht sich. Vielen Dank.